Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier jetzt bei Eikuchen. Wir haben jetzt Sonntag und ich fahre jetzt nach Hause jetzt gleich. Und wir haben ja ein Video gemacht, wo wir gezeigt haben, was wir alles eingekauft haben. Und wir dachten euch, wir machen jetzt ein Video, wo wir euch zeigen, was nach dem Wochenende noch übrig geblieben ist, was gar nicht so viel ist. Ja, willst du noch was sagen oder wollen wir anfangen? Nee, also viele haben mal gesagt, das ist ja wahrscheinlich eher ein Wocheneinkauf und kein Wochenendeinkauf, weil es ja schon ziemlich viel war. Aber jetzt gerade beim Checken haben wir gesehen, dass ja doch noch einiges übrig geblieben. Ein bisschen, ja. Soll ich direkt hier drauf zoomen oder wollen wir das... Wir müssen uns einfach hier hin und wir schieben das alles so rüber. Ja, also, was ist übrig geblieben, liebe Leute? Zum einen, eine einzige... eine Beefy übrig. Die sogar, also die anscheinend abgerissen hat, offen gegangen ist. Aber gut, egal. Dann ebenfalls übrig geblieben. Komplett. Unser Wasser heiß. Wir haben das nicht einmal aufgemacht. Das ist einfach immer noch zu. Da ist einfach viel zu viele Sachen zu naschen da. Und uns mit. Dann auch übrig geblieben sind. Von dem Kratzeis. Vier Stück. Zweimal Pfirsich und zweimal Cola, weil wir haben immer. Die gleichen gegessen. Immer die gleichen gegessen. Drei Stück, glaube ich. Und ja, die sind halt übrig geblieben, die vier. Dann natürlich. Ja, ein Nutella and Go ist leider noch nicht gegoat. Das steht hier jetzt noch rum. Eins habe ich gegessen, das zweite nicht. Dann, was auch natürlich ganz wichtig ist, was haben wir noch? Unser Kochschinken ist auch übrig geblieben. Eine einzige Scheibe, die gar nicht so lecker aussieht, aber reicht für Daki. Fleisch. Die Vegetarier werden sich jetzt freuen. Ja, als nächstes, leider übrig geblieben, hat sich auch gar nicht gelohnt. Ein Lolli von den 8 Stück ist übrig geblieben. Übrigens, die meisten hatten es wirklich richtig. 7 stand sehr oft in den Kommentaren. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch. Ja, ihr könnt ja sagen, wie viel Prozent das jetzt noch sind. 1 von 7, mal gucken, wer es löst. Die habe ich übrigens. Ohne Taschenrechner. Magst du die überhaupt? Nee. Dann kann ich die auch mitnehmen. Also den einen. Ja, dann hauen wir raus, was haben wir noch übrig gelassen? Von den Capri-Sonnen haben wir natürlich beide aufgemacht. Aber hier, glaube ich, 5 und hier 2 oder so gegessen. Gegessen. Ja, also Capri-Sonne hätte eine Packung auch locker gereicht. Ja, dann haben wir noch übrig gelassen. Die ganzen Tortillas und die Chips, also alle, wirklich alle. Mit Dip. Packungen mit Dip haben wir nicht gegessen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, weil das an sich eigentlich das Leckerste war. Was das ist eigentlich echt so, das war der beste Einkauf. Ja, hat sich leider gar nicht gelohnt. Die Sache ist, den Dip hätten wir auch wärmen müssen, das war uns deutlich zu viel Aufwand. So Popcorn oder so, die packst du einfach schnell ein. Stimmt, die kannst du einfach essen, dann ist gut. So, dann haben wir das. Dann fahren wir die Kamera jetzt ein bisschen rüber. Was natürlich auch noch übrig geblieben ist, ist die Hälfte von dem Käse hier. Das war aber auch klar, dass da was übrig bleibt, finde ich. Also das hätte man, das war von vornherein schon klar. Das ja, das will ich nicht ganz essen. Gut. Aber wir haben immerhin die Hälfte gegessen. Das Brot haben wir ja auch gegessen dazu. Aber auch nicht alles ist es hart geworden halt am nächsten Tag. Ja, so mehr ist die Hälfte ist übrig geblieben. Ja, ja. So, dann haben wir natürlich noch eine Packung, das sind sogar meine, also wir haben 2 Packungen geholt, für jeden eine. Und Daki hat seine komplett aufgegessen, ich habe nicht einen einzigen gegessen. Nicht einen einzigen Fruchtzwerg, das ist immer was du für ein Fruchtzwerg bist. Dann sind auch noch die Ballaststicks übrig geblieben, die kannst du auch gerne mitnehmen, weil die esse ich nicht. Ja, nice, perfekt. Und dann natürlich noch Chips. Die Pringles und die Chipsletten sind auch übrig geblieben. Ich habe mich drauf gefreut, die zu essen, aber leider, ja. Unser versprochenes Feedback, welche denn nun besser sind. Kann natürlich jetzt nicht. Ja, habt ihr deswegen jetzt Pech gehabt. Ja. Aber wenn das Video hier 50.000 Likes schaffen sollte, dann gibt's natürlich den ultimativen Vergleich Pringles gegen Lodenz. Ja, werden wir das auf jeden Fall bringen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt ja einfach mal ausrechnen, wie viel Geld jetzt noch übrig gibt, also wie viel Geld wir jetzt umsonst ausgegeben haben quasi. Also ich, Daki, kannst du ja immer noch essen. Nee, wie gesagt, also eigentlich schmeißen wir den Rest weg, haben wir gerade beschlossen, weil es wäre halt unfair, wenn jetzt das ich behalten dürfte. Und das wäre einfach unfair, deswegen haben wir gesagt, wir schmeißen den Rest weg. Ja. Das ist einfach fair dann. Ja, eben. Das wäre doof, ich kann es ja gar nicht. Er hat ja auch die Hälfte bezahlt. Eben. Und. Ja, so ist es mit unserem Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Halt, ihr habt noch was vergessen. Es sind 3 Fanta übrig geblieben. Stimmt, 3 Fanta übrig geblieben und eine Sprite auch noch. Aber die habe ich schon in meine Tasche gepackt, weil ich die mitnehme. Die zählt für die Rückreise, das heißt, die ist noch Reise inklusiv. Ja, und ja, die 3 Fantas haben wir auch nicht getrunken. Was haben wir eigentlich das ganze Wochenende getrunken? Wir haben 4 Sprites gehabt und 4-mal Fanta. Und es ist eine Sprite übrig geblieben und 3 Fanta-Flaschen. Ja, eigentlich voll wenig getrunken. Was? Liebe Kinder, trinkt 2 Liter am Tag. Ja, echt, das haben wir gar nichts getrunken die ganze Zeit. Außer gut ein bisschen Capri-Sonne noch. Stimmt, ein bisschen Capri-Sonne noch. Einmal Wodka, Cola. Und ich habe keine Wodka getrunken. Cola eine Flasche. Hey, hab ich gar nichts getrunken, obwohl wir außer Samstag eigentlich immer hier waren. Ja, das ist cool. Juni waren wir halt noch, ne? Da haben wir auch noch was getrunken. Ja, aber heute, Freitag, Donnerstagabend, naja. Bei McDonald's haben wir auch noch einmal. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen.
Ja, gut, das war unser Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen genau 5 Minuten. Meine Freunde, Kettings bei.